Die österreichische Gesellschaft für Europapolitik hat heute eine aktuelle EU-Umfrage präsentiert. So wollen 51% von 600 befragten Salzburgern, dass die Europäische Union besser zusammenarbeitet, 39% dagegen, dass Österreich öfter eigenständig handeln soll. Jeder 10. Befragte machte keine Angaben. Bei einer Wanderung auf den Geisberg haben heute Europaministerin, EU-Botschafter und interessierte Bürgerinnen darüber und über die Zukunft der EU diskutiert. Es geht um Gleichberechtigung, Klima oder die Asylpolitik. Rund 50 Wanderer gehen gemeinsam mit der Europaministerin und zwei EU-Vertretern auf den Geisberg. Das Thema EU war für mich ja interessant, weil ich mich damit nicht so gut auskenne. Ich habe mir gedacht, okay, ja, das klingt interessant. Ich gehe ja mit und ich tue ein bisschen unterhalten mit den Leuten, was da mitkommen. In der Umfrage wünschen sich die Salzburger, dass sich die EU vor allem mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen soll. Der Klima- und Umweltschutz, das ist überhaupt die Hauptpriorität. Das ist auch auf europäischer Ebene die Priorität. Kann aber nur funktionieren, wenn alle politischen Ebenen hier zusammenspielen. Lokale, regionale, nationale und europäische Ebene. Wir sind auf einem Weg, mehr Klimaschutz zu machen. Auch der neue CO2-Preis in Österreich. Man muss aber dazu sagen, dass es weit noch nicht reicht. Ich sehe in der EU eine große Chance, aber wie sie derzeit quasi schon fast missbraucht wird, finde ich eigentlich empörend. Missbraucht inwiefern? Man benutzt die EU nur dazu, um wirtschaftlich Geld zu akkumulieren in den großen Konzernen. Aber die Europaministerin betont, beim Klimaschutz gehe es nicht ohne die Wirtschaft. Ich sage aber auch immer, gemeinsam mit der Wirtschaft, mit der Industrie, denn wir alle wollen diesen Wohlstand auch weiterhin in Europa erleben. Und da gibt es wahnsinnig viele Chancen auch für die Wirtschaft, um diesen grünen und digitalen Wandel zu schaffen. So steil bergauf wie auf den Geisberg gehen die Umfragewerte der EU aber nicht. 45% der Befragten geben an, dass sich die EU-Mitgliedschaft positiv auswirkt. 21% sehen sie negativ und 34% sehen keinen Unterschied. Ähnlich sind die Ergebnisse bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Für 42% der Befragten ist es ein Vorteil, dass Österreich ein EU-Land ist. Für 24% ist das ein Nachteil. Wir haben gerade am Beginn der Pandemie gesehen, dass die Europäische Union eigentlich in eine Schockstarre verfallen ist. Da hat man nicht viel gehört auf europäischer Ebene. Dann aber ist es peu à peu in die richtige Richtung gegangen. Und dann haben wir wirklich große Erfolge gehabt. Das hat doch ein Großteil der Menschen, gerade auch in Salzburg, gemerkt. Wir sind hier in einem Grenzraum, wenn man nicht zusammenarbeitet. Es ist nicht ganz einfach, es sind die Bayern auf der anderen Seite der Grenze. Aber wenn man zusammenarbeitet, dann kann man die Grenzen offen halten. Wenn nicht, dann streitet man sich und der Tourismus leidet und jeder ist der sich selbst der Nächste. Ich hoffe, das haben wir alle gelernt. Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Wanderung mitnehmen, sind interessante Gespräche und die Erkenntnis, dass die EU das ist, was die Menschen auch in Salzburg daraus machen.